Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Folge von Resident Evil 8 Village. Wir haben übrigens bei der letzten Folge erst im Bau der Werwölfe sehr hart kämpfen müssen. Das war wirklich verdammt hart. Es war ja nicht nur ein Werwolf, sondern wir haben ja gegen extrem viele Lykaner gekämpft. Und später sind wir im Dorf gewesen und dort war eine besonders alte Bestie. Ja, also besonders stark und besonders intelligent. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht, um nun ja uns mit Heisenberg eigentlich zu treffen, was wir dann auch schlussendlich getan haben. Aber da wir sein Angebot nicht angenommen haben, hat er uns hier in diese komische Fabrik untergeschmissen. Und ihr könnt es ja schon erkennen, hier werden sau viele, ich weiß gar nicht, ob das Lykaner sind. Also auf jeden Fall werden hier sau viele Soldaten oder irgendwas anderes herangezüchtet. Und wir müssen jetzt weitermachen und hier, glaube ich, einen Weg rausfinden. Kann ich eigentlich noch irgendwas produzieren oder so? Ich könnte Munition herstellen, aber nicht. Warte mal, kann ich eigentlich? Soll ich etwas für dich auswählen? Ja, danke, wäre gut. Nee, brauchst du aber nicht. Gut, Munition könnten wir kaufen. Eine interessante Wahl. Ich hole mal extra ein bisschen mehr Schrotflintenmunition. So, warte mal, wir holen jetzt noch 5 Schuss. Hast du ein Auge drauf, was? So, und dann brauchen wir eigentlich noch Granaten. Da können wir das nämlich auch herstellen. Oh, was ist das denn? Erweiterte Trommel für die Voice Bane. Nimm mal mit. Ah, tut mir leid, aber ich verabscheue Kredite. Das sind 100.000. Ich dachte gerade, es wären nur 10.000 gewesen. 100.000 nur für so ein. Für so eine Kammer. Schönen Tag. Ja, ansonsten geht's dem gut, ne? Okay, wir gehen jetzt weiter. Wir wurden übrigens von eines dieser Objekte verfolgt, die Heisenberg kreiert hat. Keine Ahnung, was hier noch auf uns zukommt. Aber das gefällt mir überhaupt nicht. What? Oh, nö. Ich mach mal Schießpulver. Also, weil ich mal kurz gucken wollte. Können wir denn Granaten überhaupt produzieren? Oder was brauchen wir dafür? Dafür bräuchten wir zum Beispiel Kräuter. Und dafür auch. Das sind Blendgeschosse. Was sind das? Das sind Explosivgeschosse. Okay. Dann bin ich ja mal gespannt, wie es weitergeht. Eine Art Steuereinheit sieht leicht zerstörbar aus. Ja. Oh. Au, Sack. Geht doch. Nice. Polykristalliner Schädel. Ja, geil. Wir müssen auf jeden Fall durch diese Fabrik hier durch. Oh Gott, nee. Wenn ich das hier ansehe, ne? Das kommt mir übrigens wie aus Teil 4 oder so bekannt vor. Oder hat Ähnlichkeiten dazu. Oh nein, das sieht aus, als ob. Hört ihr das? Das hört sich an wie ein Rotor. Ich schaue mich erstmal um. Das war ja so klar. So, und jetzt kannst du umfallen. Hier sollten wir vielleicht mal die Munition mit der Schrotflinte aufheben, ne? Dafür haben wir ja die Pistole.
3000 Lei oder Lei. Oh, Explosivgeschosse. Okay, warte mal. Das gefällt mir nicht. Ist aber nur ein Explosivgeschoss. Mann. Okay, ich gehe mal kurz nach oben und schau mal, ob wir da überhaupt was aktivieren können. Wenn nicht, dann müssen wir ja hier langlatschen. Es kann sein, dass es noch ein paar Rätsel gibt. Scheint nicht genügend Strom drauf zu sein. Oh Gott, okay. Und wenn wir wahrscheinlich den Strom reaktiviert haben oder irgendwas ausgeschaltet haben, können wir da bestimmt dran rumspielen. Oh Mann, eine tolle Wurst. Oh shit. Was bist denn du? Und was ist das? Also auf jeden Fall... Es ist ein interessantes Bild. Macht der Maschinen? Bevor ich da lang gehe, gucke ich erstmal, ob ich hier reinkomme. Ist von der anderen Seite verschlossen, alles klar. Okay, was haben wir hier? Nüscht. Schade. Oh Gott. Seht euch das ganze Blut an. Okay. Bevor jetzt hier, nein. So viel Munition verballer. Benutze ich lieber ein bisschen Sprengstoff. Achso, dafür brauchen wir Dietrich, ne? Gelbquarz. Aha. Keine Ahnung, ob das wertvoll ist. Gott, Mann. Ey, das sieht alles aus wie eine verschissene Falle. Und zwar alles davon. Scheint nicht genügend Strom drauf zu sein. Ach, warum sollte auch? What the fuck? Nee, das ist nicht dein Ernst. Das ist ein neuer Gegner. Der kommt doch bestimmt raus. Alter. Wisst ihr, was ich glaube? Entweder, wenn ich hier irgendwas aktiviere, oder wenn ich vorbeilaufe, wird das Vieh aktiv. Hundertprozentig. Habe ich Minen? Wahrscheinlich nicht, ne? Sieht nicht gut aus. Ich hätte Sprengstoff. Oder der wird aktiv, wenn ich wieder zurückkomme. Eins von beiden. Relief Kukille. Och nee, Mann. Ich wusste es. Okay, bevor ich jetzt hier zu viel verballer. Kristallines Herz. Wow. Das war so klar. Das war wirklich klar, dass das passieren würde.
Für was brauche ich wohl diese Kokille? Oh nee. Ach, hierfür. Pferderelief, okay. Danke. Ja, keine Ahnung, ob das gut ist. Ach, und da muss es bestimmt rein. Okay, bevor ich da jetzt irgendwas tue. Ihr kennt es ja nicht anders. Gucke ich mir erstmal ganz kurz um. Alles klar. Wie gesagt, ich bin jetzt eher vorsichtig, weil man nicht weiß, was hier passieren wird. Aber ich schätze mal, das ist genau unser Weg, wo wir eigentlich lang müssen. Ich sollte aber später nochmal, warte mal, oder wir machen es jetzt, ne? Wir sollten auf jeden Fall zum Duke zurückkehren, denn ich habe nämlich das Gefühl, dass wenig später eventuell ein Bosskampf oder so auf uns zukommt. Und dann ist es besser, vorbereitet zu sein. Gerade weil ich ja Resident Evil kenne. Und ihr wahrscheinlich auch. Ah, ja, ja. Okay, warte mal. Erstmal wollen wir was verkaufen. Ups. Nein, nein. So. 10.000 bringt es. Gut. Ich behalte hier noch ein paar Sachen. Kristallines Herz. Das kann man bestimmt alles zusammenfügen, oder? Oh, das sieht auch geil aus. Da ist Angie. Halskette mit zwei Fassungen. Oh, guck dir das an. Ein antiker Teller aus dem Besitz von Guglielmo in der vier Gründer, okay. Okay, warte mal. Das Ding. Oder... Jetzt. Okay. Munition brauchen wir jetzt eigentlich nicht so viel. Ich werde trotzdem was... So, davon brauchen wir... Zwei, drei Stück. Und jetzt hole ich mir noch 10 Schuss. Nur vorsichtshalber. Könnten wir eigentlich auch gut gebrauchen, ne? So. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Naja. Ich glaube, das geht über deine finanziellen Mittel hinaus. So, ich kann ja nichts weiter machen, aber die Nachladegeschwindigkeit. Aha. Da die Feuerrate. Nee, kann ich gar nicht machen. Gut, bis jetzt... Bis nächstes Mal. Ja. Jetzt sind wir mal zumindest vorbereitet. Genau, jetzt sind wir vorbereitet. Das sieht übrigens auch aus wie ein Aufzug, ne? Aber warum sollte der... Ist tatsächlich ein Aufzug. Okay, aber ich glaube, den Aufzug können wir auch nur bedienen, wenn wir Strom haben. Also das ist beeindruckend. Gerade das Gebiet hier... Das erinnert mich übrigens an mehrere Spiele. Ja, nicht nur an, sag ich jetzt mal, Resident Evil 4, sondern auch teilweise an Half-Life oder an Doom. Ich kann gar keiner rumrennen, eigentlich. Also die Gestaltung ist echt grandios geworden. Um das mal so nochmal auszudrücken. Oh, rostige Teile. Nehmen wir natürlich mit. Okay, so, was können wir jetzt noch machen? Hier nichts, können wir was produzieren? Ja, wir können Schrotflintenmunition herstellen. So, das sollte reichen.
Ach, verdammt, ich habe nicht gespeichert, ne? Oh, es könnte in die Hose gehen, wenn ich jetzt irgendwas falsch mache. Oder hier kommt gleich ein Speicherort. Das kann natürlich auch... Oh, lalalala. Aber bevor ich jetzt irgendeine Scheiße mache... Du kannst jetzt ruhig umfallen. Danke sehr. Der löst sich erstmal schön in seine Bestandteile auf. Oh nein. Also ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll. Aber das wirkt hier alles wie eine Falle. Magnum-Munition, na nice, die nehme ich gerne mit. Dann kann ich ja mal kurz nachladen. Okay, da könnten wir rein. Ah, da brauche ich einen Pferdeschlüssel. Oh, nee. Ob ich den hier überhaupt kriege? Hier rennen überall diese scheiß Viecher rum. Pistolenmuni, sehr geil. Ich kann den Motor übrigens auch nicht stoppen, ne? Wie viel halten die denn noch aus? Okay, mal gucken. Ob hier irgendwas Wichtiges drin ist? Ein bisschen mehr Kohle ist natürlich auch nicht schlecht. Nehme ich gerne mit. Oh, das war knapp. Ich habe das Leben schon an mir vorbeiziehen sehen. Ich lasse die jetzt erstmal hier auf mich zukommen, ne? Ja, komm her. Komm. Na komm. Du musst schon herkommen. Ja, genau so. So kann man natürlich auch Munition sparen. Aber wenn das Propellervieh kommt, hoffe ich nicht, dass wir dann hier sein, sind. Kann ich irgendwas produzieren? Ja, ein bisschen Munition. Von den Rest habe ich ja genug. Aber nicht von der Schrotflintenmunition, weil die gerade so stark ist. Und die Feuergeschwindigkeit muss ich auch noch erhöhen. Ja, war ja klar. Das war ja sowas von klar.
Wait, what? Oh! Ist von der anderen Seite verschlossen? Ey, wie... Ich dachte jetzt, wir wären auf einer anderen Seite von irgendeinem anderen Bereich. Anscheinend nicht. Verdammt. Schade, dass ich da nicht gegenfeuern kann. Oh, scheiße. Oh, guckt euch mal die Kacke an. Ey, ganz ehrlich, guckt euch mal den Scheiß an. Wie detailgenau die sind. Sehr, sehr geil. Okay, egal. Wo bin ich denn jetzt? Ah, auf der Seite. Okay. Die Frage ist jetzt... Reservegenerator. Oh Gott, hier passiert definitiv was. Ich meine, gegen ein Vieh könnte ich ja eventuell bestehen. Aber wenn... Dann eventuell nicht mehr. Ey, wir werden hier definitiv kämpfen müssen. Oh nee, Mano, warum? Ich sehe es doch jetzt schon voraus. Da haben wir eine Mine. Okay, ich habe eine Idee. Kannst du das mal bitte wieder zumachen? Danke. Okay, ich weiß, wir haben einige Minen, ja? Und ich habe natürlich auch Sprengstoff dabei. Das heißt also jetzt Folgendes. Ich würde an einigen Punkten jetzt Sprengstoff hinlegen. Die kommen hier bestimmt dann gleich lang. Das bedeutet in dem Sinne... Ich habe 3 Stück davon. Einmal hier. So, dann einmal hier. Und einmal. Wo, wenn wir da. Können wir da eigentlich langlaufen? Anscheinend ja. Gut. Hier fehlt ein Zahnrad. Du willst mich verarschen. Okay, dann nehme ich das Ding nochmal mit. Bloß das hier vorne bleibt. Also ein bisschen näher an der Treppen bleibt es jetzt. Genau, perfekt. Okay. Ich hole jetzt dieses Zahnrad oder was auch immer das darstellen soll. Okay. Was haben wir da? Ein paar Bilder. Ich weiß ja nicht, von wo die Viecher überall herkommen können. Aber ich meine, es ist ja klar, dass hier gleich was passieren wird. Okay, da haben wir eine Karte der Fabrik. Ja, aber ich kann gar nicht... Also, im Augenblick kann ich nichts machen hier. Ach, ja. Zahnrad. Kuckhülle. Ja, okay. Steht denn hier? Mechanischer Soldat. Soldat Version 1.0. Leiche eines ausgewachsenen Mannes benutzt. Habe Herz entfernt und Kadu eingepflanzt. Muskelstimulation mit Elektroschocks erfolgreich. Hirntod, daher kaum kognitive Fähigkeiten. Bewegung nur durch Zerstörungswillen induziert. Danach Stillstand. Mechanischer Soldat Version 1.0.1. Kopfstück an Schädel angebracht. Elektroden melden stabile Gehirnströme. Experiment 1. Kampf gegen Lykans. Wurde nach 3 Minuten demontiert und gefressen. Fähigkeiten hinsichtlich Zerstörung und Tötung mangelhaft. Okay, hier steht Mechanischer Soldat Version 1.1.0. Habe Unterarm mit Bohrer ersetzt. Bewegungsfähigkeit aufgrund mangelnden Outputs unzureichend. Mit lebenden Körpern versuchen?
Oh, Version 115. Kadu-Reaktor in Brust implantiert. Deutlich verbesserter Output. Experiment Nummer 2. Kampf gegen Lykans. Innerhalb einer Minute 3 Lykans zerstört. Gute Ergebnisse, aber Probleme mit der Durabilität des Reaktors. Könnte bei Zerstörung des Reaktors unvermittelt Funktion einstellen. Ja, das haben wir ja schon festgestellt. Also, ich muss definitiv zur Werkstatt. Nee, warte mal, bin ich jetzt gerade doof? Obwohl, war doch richtig, oder? Warte mal. Gießanlage. Wenn ich da zurückgehe und da, dann bin ich da. Naja, wenn die Viecher jetzt wach werden, dann... ich renn vorbei, ich renn vorbei, ich renn vorbei, ich renn vorbei. Das war klar. Es war so klar. Ey, wisst ihr, Leute, ganz ehrlich jetzt, ich hab's kommen sehen. Ich hab's tatsächlich kommen sehen. War ja auch nicht weiter schwer. Okay. Wir brauchen jetzt das hier. Dann müssen wir zurück und wahrscheinlich werden dann nochmal ein oder zwei weitere wach. Wie gut geht's meiner Gesundheit? Ja, ist noch sehr gut. So. Die Frage ist, ob ich das jetzt machen sollte. Ich hoffe nicht, dass das... Okay, hoffen wir mal, wenn das Ding startet. Dass ich nicht kämpfen muss. Oh, oh. Oh nein. Oh, Ethan. Du enttäuschst mich. Ich dachte, wir könnten uns gegen dieses Miststück verbünden. Wirklich, wirklich enttäuscht. Sie hat mich und zu ihren Kindern gemacht. Hat uns in diesem Dorf. Naja, ist ja gut jetzt. Weggesperrt. All die Jahre mussten wir ihr dienen. Kannst du dir diese Demütigung überhaupt vorstellen? Nein. Aber das will ich auch nicht. Meine Geschwister. Ich will frei sein. Weg von der Schlampe. Also brauche ich Macht. So viel wie nötig ist, sie zu vernichten. Dies sind die Früchte meiner Macht. Die Starken vertilgen die Schwachen. Das ist der Lauf der Welt. Naja. Du hättest mich nicht abweisen sollen, Ethan. Krankes Arschloch. Ich hätte ihn nicht abweisen sollen, naja. Ist aber passiert, na was soll ich denn jetzt machen? Soll ich mich denn... Ja!
Oh Gott, 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 oh. Ich brauche jetzt einen Risotto. Nee, Spaß beiseite. Oh, na klar. Was war denn das jetzt? Oh nee. Wo bin ich jetzt? Ist ja richtig krank hier, die Scheiße. Oh oh. Na! Geh weg! Oh, willst du mir jetzt gerade komplett rollen? Okay, das hätten wir jetzt erstmal bis hierhin geschafft. Oh ey, das ist so typisch. Irgendwo kommt da noch ein Vieh. Ich sehe schon kommen. Der wird definitiv... Was ist denn hier los? Gehe ich überhaupt richtig? Ich habe keine Ahnung. Ah, okay. Hier gibt es halt überall Wege, ne? Das ist das Problem. Ein Minchen. Kann ich Munition herstellen? Ja, ich habe jetzt erstmal mich für die Schrotflinte entschieden. Okay. Ich muss jetzt hier schnellstens einen Weg rausfinden. Zum Duke oder so. Oh nee. Es war so klar. Es war so klar. Ist der noch besser? Ja, der ist noch besser. Ey, wie soll ich denn das machen? Nimm doch mal. Ich kämpfe jetzt nicht, das bringt's nicht. Muss ich aber wahrscheinlich nicht. Habe ich noch irgendwie, ja, eine habe ich noch. Ah. Bin ich auf der anderen Seite, ja? Okay. Ich muss zum Duke, ich muss... Hey, ging's hier nicht zum Duke? Ging doch zum Duke hier irgendwo oder nicht? Ich muss mich ausmachen. Ich glaube, es geht hier irgendwo zum Duke. Ja, genau. Also, das ist eine krasse Folge. Wir werden hier wahrscheinlich noch ein oder zwei Folgen sein. Schätze ich mal. Ich werde jetzt erstmal nochmal ein bisschen Munition und so was kaufen. Erstmal was verkaufen. Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Glaubt mir, mein Freund. Okay, einen verkaufen wir davon.
Von kristallinen Herzen verkaufe ich mal 2. Limpergeld. So. Und Munition kann ich nur Pistolenmuni holen. Davon holen wir mal 15 Stück. Wusste ich doch, dass dich das interessieren würde. Danke für deine Treue. Ja, bitte, du Arsch. Okay. Ja, also die Fabrik ist wirklich heftig. Ihr habt es ja schon gesehen. Ich werde, glaube ich, beim nächsten Mal... Oder ich speichere jetzt und wir... Ich laufe da beim nächsten Mal hin. Das kann ich auch machen. Also ich gehe jetzt nochmal kurz zurück. Kann ich hier noch das Ding abmachen? Nee, B4 Rohstoffe. Mehr steht hier auch nicht. Nice. Ich gehe jetzt nochmal kurz zurück. Da muss ich halt das kleine Ding nochmal zurücklaufen. Aber das ist ja jetzt nicht so schlimm. Hauptsache, wir können hier dann weitermachen beim nächsten Mal. Das sei ja natürlich... nee, das gefällt mir nicht. Ich spiele lieber beim nächsten Mal weiter hier. Ja, ich spiele beim nächsten Mal weiter, Leute. Ich weiß nicht warum. Das sieht aber aus wie eine Falle. Wie die ganze Zeit schon. Und ja, hat mich gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis denn und tüdelü.